Hallo YouTube. Ich habe mir gedacht, ich probiere mal was Neues aus, denn ich bin ja jemand, der sagt, es ist immer ganz gut, auch die Hintergründe von Produkten zu kennen. Zum Beispiel, wie irgendwas in der Wissenschaft entstanden ist. Und es ist nicht Wissenschaft, was ich heute gemacht habe, aber ich habe heute einen kurzen Impulsvortrag halten dürfen auf der dritten Jahrestagung des Segener Kreises. Und der dreht sich um offene Wissenschaft und um Prozesse in der offenen Wissenschaft. Und da habe ich mir gedacht, probiere ich mal was Neues aus. Und zwar erzähle ich einfach mal ganz kurz, wie es dazu kam, dass ich hierher kommen durfte und was ich mir bei meinem Vortrag gedacht habe. Also ich bin eingeladen worden und was habe ich gemacht? Segener Kreis, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Da habe ich mir einfach mal die Website angeschaut und die haben einen, wie ich dann festgestellt habe, sehr schönes Denkpapier, Diskussionspapier herausgegeben zum Thema Wissenschaftskommunikation. Und da habe ich mir meine Gedanken gemacht, habe die auch verbloggt, kann man alles nachlesen. Irgendwie kriege ich den Link ja auch in dieses Video mit rein. Und bin dann gebeten worden, daraufhin jetzt aber nicht unbedingt darauf Bezug zu nehmen, sondern also das Thema offene Wissenschaft war gewünscht und auch MOOCs. Ich habe, wie sich herausstellt, beides reingebracht oder es versucht. Offene Wissenschaft einfach, weil ich gesehen habe, in diesem Beitrag des Segener Kreises, da ging es auch immer nur um diese Produktsicht. Also Wissenschaft ist fertig, ist da und wird dann präsentiert. Also war ein schöner Satz drin, es hieß, Wissenschaft muss ich erklären, schön doppeldeutig. Und es ging aber nie um den Prozess dahinter. Und da dachte ich mir, okay, dann erzähle ich da ein bisschen was zu, gebe einen kurzen Denker an den Impuls, dass man eben auch die Wissenschaft und die Prozesse dahinter öffnen kann. Das habe ich gemacht. Zweiter Schritt, da ging es um MOOCs. Da habe ich erst überlegt, kriegst du das irgendwie zusammen? Also offene Wissenschaft und MOOCs. Und mir ist aber kein guter Einfall gekommen. Also nichts, was Hand und Fuß gehabt hätte und mehr gewesen wäre als eine reine Denkfigur meinerseits. Also was ich nie ausprobiert hätte, das war mir zu wenig. Und ich habe dann erstmal nur MOOCs im Kopf gehabt. Und zum Thema Offenheit kam mir aber ein dritter Punkt in den Sinn, der mir mittlerweile sehr wichtig ist, und zwar, ja, ihr könnt es euch anschauen, dass Offenheit eine Frage der Einstellung ist. Und dann gibt es immer zwei Möglichkeiten, wenn es nicht so ist, oder mindestens zwei Möglichkeiten, was man machen kann. Das eine ist, den Leuten halt irgendwas zu versprechen. Also nach dem Motto, guckt euch die Potenziale an und wenn ihr dann eure Sachen frei rausgebt, bekommt ihr ganz viel zurück. Und dann kann man da, ach, was es nicht alles gibt, noch erzählen und Theorie drumherum strecken. Es ist tatsächlich in der Praxis ja so, dass es nicht passiert. Und da hatte ich so meinen ersten Ansatzpunkt, der mir dann irgendwie durch den Kopf ging. Das ist also irgendwas, was versprochen wird, was dann aber wahrscheinlich doch nicht kommt. Und das hat mich an Portal erinnert, das schöne Spiel mit dem Meme The Cake is a Lie. Also im Spiel wird einer Versuchsperson einen Kuchen versprochen, wenn sie denn alle Versuche hinter sich gebracht hat, den es natürlich nie gibt. Und also das war mein, da habe ich gedacht, okay, das ist auch ein super Aufhänger, denn so ein Kuchen ist ja auch ein Produkt, also passt zu meiner ersten These. Und dann habe ich überlegt, okay, wo gibt es denn noch so Versprechen bei den MOOCs, so Heilsversprechen, die es ja tatsächlich gab. Also nach dem Motto Bildung für alle, kostenlos und frei. Also natürlich gibt es da was man mitnehmen kann, aber wer sich damit beschäftigt, der kennt auch die ganzen Pferdefüße, dass es oft diesen Matthäus-Effekt gibt. Gerade die Leute, die eh schon was drauf haben, die nehmen dann noch was mit. Und die Leute, die jetzt im Prinzip auch noch wenig Grundbildung haben, auch ihre Probleme in den MOOCs haben. Also noch ein Versprechen, was nicht eingelöst werden konnte. Da hatte ich dann den Bogen rund mit meiner Kuchengeschichte, mit My Cake is a Lie. Ja, dann ging es los. Was habe ich dann gemacht? Ich habe noch überlegt, was kann man natürlich noch machen bei der dritten These, Offenheit und Einstellung. Natürlich könnte ich auch Geld ausschütten. Das funktioniert dann ohne die Offenheit als Einstellung. Da hängt halt genauso lange, wie es Geld gibt, bringt also auch nichts. Das war aber so ein Nebenpunkt und komme ich gleich drauf. Das hat auch ein bisschen für Verwirrung noch gesorgt. Ja, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich überlegt, okay, Visualisierung. Ich hatte noch ich habe erstmal drei Thesen gehabt. Die habe ich jeweils auf ein Schaubild
gekleistert. Ich habe überlegt, brauche ich die überhaupt? Also war eigentlich in 5 Minuten, achso, habe ich noch gar nicht gesagt, 5 Minuten hatte ich Zeit. Das kam noch dazu. 5 bis maximal 10 Minuten. Da habe ich erst überlegt, brauche ich überhaupt Schaubilder für so ein kurzes Ding? Ich habe gedacht, die Thesen an die Wand zu werfen, ist vielleicht ganz gut. Deshalb habe ich die gehabt. Ich hatte noch ein anderes Schaubild. Ich versuche auch mal, ob ich das hier irgendwie noch mit reinbekomme. Das ist ein generischer Wissenschaftskreislauf nach Cameron Nalen, der den mal vor ein paar Jahren vorgestellt hat. Ist ganz nett. Da habe ich gedacht, okay, habe ich dann auch im Portal-Design gemacht mit den Icons, die es da gibt, und so ähnlich Icons, ich habe die gebastelt. Ich habe gedacht, brauche ich nicht wirklich, schon gar nicht in 5 Minuten, ich habe nachher herausgeschmissen. Also eigentlich hätte ich auch 5, 6, 7 Minuten was erzählen können, wäre fertig gewesen, ich habe halt die 3 Schaubilder dran gelassen. So, dann war das fertig. Was dann? Ja, vielleicht dann direkt mein eigener Eindruck. Ich fand es selber nicht so toll, was ich da abgeliefert habe. Ihr könnt es euch angucken. Wie gesagt, verschiedene Gründe. Erster Grund, zu viel Thema. Ich hätte darauf bestehen sollen, nee, wenn ich nur so wenig Zeit habe, nicht offene Wissenschaft und MOOCs, bitte eins davon, wenn ich es sicher lieber hätte ich fragen sollen, habe ich nicht gemacht, habe ich verpennt. Also es war eigentlich zu viel oder zu oberflächlich, je nachdem, wie man das nehmen will, auch nur für den Denkimpuls. Dann gehetzt. Ich rede sowieso relativ schnell und ja, wenn man dann noch gesagt bekommt, bleib in diesen 10 Minuten maximal, dann kommt natürlich noch der Druck dazu. Das hat es wahrscheinlich auch nochmal schneller gemacht. Das heißt, meine Gedanken waren dann nicht ganz so schnell wie mein Mundwerk, was immer schwierig ist in Vorträgen. Das ist eine. Das zweite, ich halte eh nicht so gerne Vorträge. Ich kann das nicht. Ist nicht meins. Ich mache lieber andere Sachen. Obwohl jetzt, ist eigentlich erstaunlich, jetzt hier so vor der Kamera geht's. Also liegt es vielleicht am Publikum, Lampenfieber, ich weiß es nicht, das ist ja schon besser geworden über die Jahre. So eine halbe Rampensau bin ich vielleicht noch keine ganze, muss ich noch dran arbeiten. Dann geht es vielleicht auch in Vorträgen. Ja, hat mir selber, wie gesagt, hat mir nicht so gefallen, zu gedrängt, zu unpräzise, zu gehetzt. Ja. Achso, was ich hier noch, die Idee überhaupt aufzuzeichnen, die hatte ich, als ich dieses Ding hier bekommen habe, ist ein Zoom H2N. Ist eigentlich ein sehr cooles Ding und auch was ich auch mitgelernt habe, was mir auch nicht so gefallen hat. Es ist ziemlich gut, wenn es direkt vorm Tisch steht, dann geht es. Allerdings, wenn es dann doch ein bisschen weiter weg ist, wird der Klang verrauscht. Ist klar, wahrscheinlich habe ich auch nicht ganz optimal eingestellt, obwohl ich an der Charakteristik ein bisschen gedreht habe. Auch noch was mitgenommen zu lernen, das nächste Mal so ein Ansteckmikro vielleicht mitnehmen, werde ich mir mal besorgen. Ja. Also so ist das entstanden. Ich habe die Vorgeschichte erzählt. Ich habe ein bisschen erzählt, wie ich es selber fand. Ich weiß nicht genau, wie die Leute es fanden. Ich glaube, ein bisschen was kam rum. Also der Kuchen wurde mehrfach aufgegriffen. Das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht bekomme ich noch irgendwie Feedback. Vielleicht auch als Video. Oder unter dem Video im Kommentarbereich. Dann drunter. Ja, das würde mich freuen. Und wenn ihr es tatsächlich geschafft habt, diese doch 8 Minuten, 9 Minuten, die ich jetzt hier verquatscht habe, zusätzlich, das ist schon länger als mein Vortrag, auch ganz witzig. Wenn euch dazu ist einfach, wie findet ihr das, wenn Leute auch, sei es jetzt zum Vortrag, den ich gehalten habe, oder vielleicht auch zu einem Paper, das sie mal geschrieben haben, oder zu irgendwas anderem, was sie gemacht haben, wenn sie auch kurz die Hintergrundgeschichte erzählen. Das ist vielleicht nicht unbedingt so verwackelt hier, das ist jetzt einfach mein Handy, das ist übrigens mein Zimmer. Das ist ziemlich cool hier. Ne? Echt gut. Ja, also, wenn ihr da eine Idee von habt, wie ihr das sagen möchtet, wie findet ihr sowas? Ist das eine gute Idee? Sollte man das weiterverfolgen? Sollte ich das weiterverfolgen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss.